Herzlich willkommen zu einer weiteren Videolösung, dieses Mal in der Serie 13, Aufgabe 3. Hoi Thomas. Salve Tommy. Bereit, Aufgabe 3. Ja. Zwei im Abstand, d gleich 2,5 Meter, voneinander angeordnete identische Lautsprecher, L, strahlen phasengleich einen sinusförmigen Messton konstanter Frequenz ab. Den ein Beobachter im Abstand L gleich 3,5 Meter bei P0 wahrnimmt. Was ist ein Messton? Einfach ein Ton. Ja, ein sinusförmig, reiner Ton. Wenn sich der Beobachter von P0 nach P1 bewegt, nimmt die Lautstärke des Tones kontinuierlich ab und erreicht bei P1 ein Minimum. Der Abstand zwischen P0 und P1 beträgt 1,55 Meter. Welche Frequenz F hat der Messton? Rechnen Sie mit einer Schallgeschwindigkeit von 345 Meter pro Sekunde. Gut, also das ist eine typische Interferenzaufgabe. Die Schallwellen. Also da haben wir Lautsprecher 1, Lautsprecher 2, Hörer 1, bewegt sich noch P1. Okay. Genau. Danke. Also das heißt, die Schallwellen, die von den Lautsprechern 1 und 2 ausgesendet werden, die interferieren im Raum. Weil das sind, normalerweise sind das Druckwellen, also Druckunterschiede. Und wenn jetzt eine Schallwelle an einem Ort einen positiven Druckunterschied hervorruft und eine Schallwelle 2 am gleichen Ort einen negativen Druckunterschied hervorruft zur gleichen Zeit, dann können die sich natürlich auslöschen. Das wäre hier beim Ort P1 der Fall. Und normalerweise löst man solche Aufgaben, indem man sich nach den Phasen oder nach den eben jeweiligen Druckverhältnissen fragt, ausgeübt von den verschiedenen Quellen an einem Ort, an einem bestimmten Ort. Und wenn diese in Phase sind, dann haben wir konstruktive Interferenz. Wenn sie 180 Grad Phasen verschoben sind, dann haben wir destruktive Interferenz. 180 Grad Phasenverschiebung für destruktive Interferenz bedeutet auch, dass diese Schallwellen von den beiden Quellen einen Unterschied haben im Ort, der einer halben Wellenlänge entspricht. Das ist dasselbe, das bedeutet das Gleiche. Das heißt, man könnte diese Aufgabe so lösen. Und so wird es zum Beispiel auch im Skript gemacht und bei anderen Aufgaben. Wir haben uns gedacht, wir lösen diese Aufgabe dieses Mal einfach rein mathematisch. Weil das ist das Superpositionsprinzip von verschiedenen Quellen an bestimmten Orten im Raum. Und wie gesagt, die Schallwellen, die ausgesandt werden, das sind einfach Druckunterschiede. Normalerweise herrscht in einem ruhigen Raum der konstante Druck, also homogene Druck über den ganzen Raum. Und Schallwellen ist nichts anderes als ein Delta P zu diesem Normaldruck, welche man schreiben kann als Welle, das heißt zum Beispiel als Kosinusfunktion von einer Phase. Das heißt, hier haben wir die Wellenzahl K, zum Beispiel jetzt von der Schallwelle 1 am Punkt P1, K mal die Streckenunterschied, also K mal S1 minus die zeitliche Abhängigkeit Omega mal T. Also das ist jetzt der Druckunterschied am Ort P1 in der Zeit T. Weil K mal S1 ist schon eine Konstante jetzt hier. Das bedeutet wirklich, wir befinden uns an dem Ort P1, welche die Strecke S1 von L1 weg ist. Gut, dieselbe Abhängigkeit können wir natürlich schreiben für die zweite Quelle, Delta P, also Druckunterschied. Auch im Punkt P1, wir wollen ja die Überlagerung von den beiden Wellen berechnen, das heißt, wir müssen die zeitliche Abhängigkeit
im gleichen Ort haben. Ist das gleiche P0, also die gleiche Amplitude, es sollen die gleichen Lautsprecher sein, die sollen gleich laut sein, sind zum Beispiel an der gleichen Quelle, also am gleichen Verstärker angeschlossen. P0 mal Cosinus K, die haben die gleichen Wellenlängen, also die gleichen Wellenzahlen, aber jetzt die Strecke ist etwas anders. Der Streckenunterschied von Punkt P1 zum Lautsprecher 2 ist S2. Aber die Frequenz soll gleich sein, also die gleiche zeitliche Abhängigkeit. Also das heißt, wir können diese Schallwellen durch diese zwei Funktionen ausdrücken. Und das Superpositionsprinzip sagt uns, dass der Druckunterschied, die Summe, also am Punkt P1, die Summe ist von den Druckunterschieden der einzelnen Quellen. Also Delta P insgesamt ist Delta P1 im Abstand S1, schreibe ich jetzt hier nochmal, plus Delta P2 im Abstand S2. Ja, und das schreibe ich nochmal aus, ist P0, dasselbe P0, kann ich ausklammern, Cosinus K mal S1 minus Omega T plus Cosinus K mal S2 minus Omega T. Ja, das ist also die Superposition unserer beiden Schallwellen der einzelnen Quellen. Ja, jetzt haben wir hier eine Summe von Cosinussen von verschiedenen Argumenten und dazu gibt es in jedem Formelbuch eine Umformung. Es ist also von der Form Cosinus Alpha plus Cosinus Beta und das formen wir um nach 2 Cosinus Alpha plus Beta Zweitel mal Cosinus Alpha minus Beta Zweitel. Also Cosinus von der Summe der beiden Phasen Zweitel mal Cosinus der Differenz der beiden Phasen geteilt durch 2. Okay, setzen wir das ein. Das Delta P ist gleich 2 mal P0. Das gibt jetzt ein bisschen einen längeren Term. Ich werde wahrscheinlich 2 Linien brauchen dafür. Also Cosinus mal K mal S1 minus Omega T plus die Summe, der zweite Summand, also K mal S2 minus Omega T Zweitel. Erste Cosinus mal Cosinus, jetzt die Differenz der Phasen. K mal S1 minus Omega T minus K mal S2 plus Omega T Zweitel. Das kann man jetzt ein bisschen vereinfachen. 2 P0 Cosinus von 1 Zweitel K, das K kann ich ausklammern, der Summe der beiden Wegen minus Omega T mal Cosinus der Differenz. Und bei der Differenz fällt die Zeitabhängigkeit heraus. Also Omega T minus Omega T gibt 0. Was bleibt, ist S1 minus S2. Gut, das ist mal das vorläufige Resultat. Jetzt schauen wir das etwas genau an. Wir haben hier mit diesem Ausdruck haben wir eine oszillierende Funktion.
oszillierend in T. Also oszillierend in der Zeit. Die Zeitabhängigkeit ist immer noch drin. Das heißt, auch dieser Ausdruck hier wird unseren gesamten Druckunterschied in der Zeit oszillieren lassen, weil wir das minus Omega T haben. Das ist also keine stationäre Lösung. Weil das hier sind Konstanten hier vorne. Das geht einfach auf und ab mit dem Druck. Aber dieser Ausdruck hier, hier hat sich die Zeit herausgekürzt. Und das ist eine stationäre Multiplikator von unserem Druck. Der hängt nur von den Wegen ab. Der hängt nur von den Wegen ab. Kein Zeit. Und der Frequenz oder der Wellenlänge. Und Wellenlänge, genau. Aber wir können sagen, dass dieser Ausdruck hier 0 wird, und zwar wieder das erste Mal 0. Erstes Mal gleich 0, also dieser Ausdruck, wenn S1 minus S2, oder wir sagen ein Zweitel K mal S1 minus S2, wenn das Pi Zweitel entspricht. Wenn wir uns an die Cosinusfunktion erinnern, beginnt beim Argument 0, also Phi gleich, Cosinus Phi gleich 0, beginnt bei 1, nimmt bei Pi Zweitel den Wert 0 an, nimmt bei Pi den Wert minus 1 an und beim Wert 3 Pi Zweitel den Wert von 0 und dann beginnt es wieder von vorne. Das heißt, das wird das, dieser Ausdruck hier wird das erste Mal 0 bei Pi Zweitel. Und das erste Mal 0 entspricht hier dem ersten Minima, wenn wir uns von P0 wegbewegen. Das ist logisch. Also, das heißt, dieser Ausdruck können wir auch noch etwas umformen. Das heißt, S1 minus S2, das heißt, dieses Delta S, der Wegunterschied, von dem wir normalerweise sprechen, der soll Pi durch K sein. Und K können wir anders ausdrücken in Lambda, 2Pi durch Lambda. Und wenn wir Pi durch K rechnen, kriegen wir Lambda durch 2. Und Lambda können wir auch noch etwas anders ausdrücken, und zwar mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit und der Frequenz. Also Lambda durch 2 gibt Ausbreitungsgeschwindigkeit C, Schallgeschwindigkeit, geteilt durch 2 mal die Frequenz. Gut, das ist das, was nämlich gesucht ist. Bei welcher Frequenz passiert das, wenn wir die Strecken gegeben haben? Das heißt, wir lösen diesen Ausdruck nach der Frequenz auf und kriegen C, also Ausbreitungsgeschwindigkeit, geteilt durch 2 mal, ja und jetzt spielt das keine Rolle, S1 minus S2, weil die Cosinusfunktion, das ist eine symmetrische Funktion. Das heißt, wir haben hier einfach nur den Betrag von S1 minus S2. Hätten wir auch schon hier oben eigentlich so argumentieren können. Nehmen den jetzt rein. Weil es ist einfach zufällig, wie man S1 und S2 beschriftet. S1 könnte gerade so gut die längere Distanz sein als S2, und dann würde dieser Ausdruck hier negativ. Ja, negative Frequenzen machen einfach keinen Sinn. Gut, und ja, für die Ausdrücke S1 und S2, da können wir vielleicht auf die Musterlösung in gedruckter Form verweisen. Das ist einfach ein bisschen Pythagoras hier mit diesen Längen. Also wir haben hier diese Strecke gegeben, die ist B. Wir haben die Strecke hier zum Beispiel gegeben, die sind D Zweitel, Abstand von der Quellen zur Symmetrieachse. Und dann habe ich noch diese Strecke hier gegeben. Und diese Länge ist L. Gut, das ist ein bisschen Pythagoras hier, die Wege S1 und S2 auszurechnen. Das ist eine nicht so schwere Übung. Und wir können direkt das Resultat angeben. Wir kriegen hier 178 Hertz. Das heißt, bei der Frequenz 178 Hertz
passiert dieses Phänomen? Kann man das beobachten bei P1, bei Punkt P1, ein Interferenzminimum? Mhm. Okay. Noch irgendwelche Fragen? Mhm. Nicht? Nein. Okay. Sieht gut aus. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Schönen Winter. Es schneit bald.